Schnibbel die Stab und hallo Rio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 16 im Karrieremodus mit mir, dem Nefgara, auf Legende und 1860 München. Und ihr kennt das Spielchen, die Rotationsmaschinerie wird angeworfen, zwar extrem. Heute geht's gegen die Mainzer, morgen in der Champions League gegen die Bayern am Samstag. Und dementsprechend rotieren wir hier hart. Das ist ja schon bei uns mehr als bekannt, also ihr wisst ja Bescheid, die Rotationsmaschinerie, dass die immer angeworfen wird, immer zu dem Zeitpunkt hier in der Champions League, ist es dann immer soweit. Schindler übernimmt heute, Papp hatte sich verletzt gehabt, Garell spielt, Kötze spielt auf der linken Position und Lang spielt Rechtsverteidiger, und den können wir noch mitnehmen, Newkop. Wolf fürs rechte Mittelfeld zum Hoch- und Unterlaufen. Nandes geht raus. Adlung kommt noch mit. Kutschis kommt noch mit. Kutschis kommt noch mit. Korkmaz, da nehmen wir noch Kagelmacher mit. Da, Kagelmacher. Garell, Lang, Schindler, Kötze, Aurelio, Simon, De Jong. Adlung, haben noch Newkop. Aber genau so wird es dann laufen. Das ist unsere Aufstellung. Mit Simon im rechten Mittelfeld. Sien Graven im linken. Das sind Top-Spieler. Ha, drin. Top. Wir springen rein in die Partie. Mainz 05 empfängt 1860 München am 31. Spieltag. Der deutsche Meister steht schon fest. Das sind wir. Zwölf Punkte sind noch zu holen. 13 Punkte sind wir vor dem VfL. Hier die Tabelle. Die Bayern. 4 Punkte hinter Tabellenplatz 2, die sind so nah aneinander, Tabellenplatz 2 bis Tabellenplatz 6. Das trennen nur 4 Punkte zwischen den ganzen Plätzen dahinter, das ist ziemlich interessant. Der 26-Jährige weiß noch nicht, er ist Rechtsflügelspieler, spielt bei uns häufig im rechten Mittelfeld diese Saison. Er meint ja, die Mannschaft bringt keine Leistung. Ah, wir sind im Champions League Halbfinale, im DFB-Pokalfinale und Deutscher Meister sind wir auch schon. Das nenne ich keine Leistung, aber klar, wir waren letzte Saison theoretisch besser, hatten aber letzte Saison noch keine Champions League noch drauf. Mainz kommt jetzt hier schon mal mit Niederlechner. Den lasse ich direkt mal durch. Sinkgraven, toller Zweikampf. Schön gemacht, Lang, so ist er richtig schön gefährlich. Simon läuft schon mal nach vorne. Warum ich Garell nicht krieg, weißt du, das verkackte FIFA-Spiel. Kann der Spieler nichts für. Ich drücke L1, ich sehe, dass er dran kommt an den Ball. Ah, das war mein Fehler. Ja, Aurelio ist einfach zu lahmarschig. Der hat halt nur 50 Speed und das ist einfach viel zu wenig. Er muss deutlich Geschwindigkeit pumpen. Sonst wird der für uns niemals guter werden. Der muss deutlich drauflegen. Er ist ein großes Talent. Mit einem super lahmarschigen Antritt. Gar keiner Sprintgeschwindigkeit. Mieser Pass. Ganz mies. Keine Chance für mich, was zu machen mit dem Ball. Ich
Idiot. Ich meine damit De Jong. Ist einfach am Spieler kleben geblieben. Na, ja, checkt's vielleicht nicht, ihr Spieler, aber Ballkontrolle ist unglaublich wichtig und davon habt ihr viel zu wenig. Und deswegen, da springt dann der Ball so weit weg, dass er den locker annehmen kann, egal ob er zu lahmarschig ist oder nicht. Für ihn ein easy peasy Spiel mit dem Spieler, der so wenig Ballkontrolle hat. Aurelio macht das gerade nicht gut im offensiven Mittelfeld. Der ist zu langsam für die Mainzer. Dann kommt noch De Jong dazu, der hier gerade wirklich alles andere als stark aufspielt. Das war ein schöner Pass von Aurelio. Das kann er ja inzwischen, da habe ich ihn ja drin trainiert. Boah, Sinkgraven. Guter Durchmarsch. Aurelio! Haben wir schon im letzten Ligaspiel gegen Bochum mit der Mannschaft hier, mit der ähnlichen Version dieser Mannschaft gespielt. Das war übrigens gerade eine unglaublich schlechte Ballmitnahme. Sinkgraven! De Jong ist im Abseits. Ist auch viel zu scheiße in der Ballannahme. Wie eh und je in unserem Team. Aber egal, Sinkgraven hat er stark gemacht. Hätte den Ball auch einnetzen können. So halb theoretisch, halb nicht. Danke, dass ich den Spieler wechseln kann. Wow. Ich kann nicht gegenlaufen. Aurelio spielt diese Partie schlecht. Kann ich nicht anders sagen. Und er kriegt jetzt auch eine gelbe Karte. Deswegen kann ich das hier nicht wegdrücken. Er hat es halt wirklich schlecht gemacht. Macht hier kein gutes Spiel. Viele, viele, sehr viele schlechte Ballannahmen. Wieder eine sehr schlechte Ballannahme, eine sehr schlechte Ballmitnahme. Aurelio hat sehr wenig Ballkontrolle, ist sehr langsam mit Ball. Das ist ein großes Problem. Und Solanke ist technisch Mist. Und wer kann schießen? Hilft uns leider nicht. Er muss schneller spielen können. Er muss den Ball annehmen, direkt passen können. Kann hier auf dem Platz keiner. Ist das ein beschissener Pass gewesen? Und genau das ist ja der Grund, warum ich Atmung eigentlich nicht so gerne habe. Weil er ist der Typ von Mittelfeldspieler, der nicht passen kann. Ist so der typische Sechser, den wir leider komplett die ganze Zeit überall stehen haben. Die können nicht passen. Verkacken fast jeden Ball. Ich krieg's kotzen. Also Aurelio hier heute super beschissen. Ich kann's nicht anders benennen. Der spielt gar nicht gut. Keine Pässe, nichts Gutes, keine guten Ballkontrollen. Das war blöd vom Spiel. Der kann das doch gar nicht. Aurelio mit links ist deutlich besser als Freistoßschütze. Den haut er sogar rein. Unglaublich! Jesus Aurelio, Freistoßtor. Schon lange her, bis wir einen reingemacht haben per Freistoß. Der war gut. Karius ist noch dran. Aber er kann diesen guten Freistoß nicht mehr aufhalten.
Er hat einen linken Hammer, ja, das stimmt schon. Er spielt heute trotzdem nicht gut, auch wenn er hier gerade ein richtig geiles Tor geschossen hat. Der war wirklich gut, der ging genau ins Eck. Nicht hoch genug, sonst wäre er unhaltbar gewesen. Aber Karius war ja noch dran, also er war trotzdem sehr schwer zu halten. Ha, habt ihr das gerade gesehen? Wechselt das Spiel im letzten Moment nochmal Spieler, um mir zu sagen, hör mal du, drin. Mein Gott, das ist ein Donut drüber, Mainz freut sich darüber, wir spielen unglaublich, unglaublich grausig. Adlung spielt mies, interessant, das fand ich gar nicht so schlimm. Okay, der war nie am Ball, aber habt ihr gesehen, dass der schlecht war? Ich nicht. Solanke war auch nicht sonderlich gut. Garell ist okay. Doppelwechsel unsererseits. Arnos kommt rein. Arnos und Newkop. Newkop! Knappes Ding. Aber Aurelio hat die Übersicht behalten. Solanke heute nicht gut. Was nicht ist, kann ja noch werden. Riesenlücke. Riesenlücke, die zweite. Kann ich beide zuhalten. Erstmal Seitenwechsel. Bußmann. Leider ist Aurelio wirklich lahmarschig als Spieler. Hätte den vielleicht sogar kriegen können. Den Grafen ist schnell. Läuft ja keiner, wenn er das nicht macht. Cochise ist der nächste übrigens. Interessant, dann haben wir unsere drei Wechsel. Aurelio bleibt also heute drin. Über die volle Minutenlänge. Bodragowski. Auch ein guter Freistoß. Nicht so gut wie unserer, aber immerhin immer noch super. Als er dann doch näher gekommen ist, dachte ich doch schon, der könnte drin sein. Geh doch dran! Du hast es doch gesehen, meine Güte! Dass der Ball da runter geht. Aurelio ist viel zu langsam. Es gibt eine Ecke. Umso verwunderlicher, dass unser Torhüter nur doof zuguckt. Ballkontrolle hat der junge Mann. Freistoß für 1860, top. Kutschis hat sogar noch einen besseren Freistoßwert als die anderen. Hammer geil. Haut ihn aber direkt in die Mauer, viel zu flach. Der 82 Freistoßpräzision, hammerhart, ey. Ja, der ist noch nicht gut.
Ah, Norris, viele schlechte Pässe. Das gerade war auch wieder richtig schrecklich. Aber gut. Kann ihm mal passieren. Regnet ja auch wieder. Man sieht es ja hier ganz gut. Bullshittige Behindertenballannahme von Kötze. Schwacher Spieler. Also Kocis ist ein schwacher Spieler. Das war stark gespielt. Newcop drin. Arnos mit Torvorlage. Newcop mit dem 2:0. Das war schön gespielt. Arnos holt sich selbst den Ball zurück. Und hier die erste Torvorlage des 16-Jährigen. Der eine 16-Jährige macht die Torvorlage, der andere 16-Jährige macht das Freistoßtor. Und Newcop trifft. Alles richtig gemacht mit den Einwechslungen. Jetzt wird es relativ schwer gegen uns. Also Kocis Pass war ja wohl ein Witz, ein lächerlicher Witz gerade. Newcop spielt eine gute Partie. Schade. Sie graben. Das war's. 2:0 gewinnt der deutsche Meister, der amtierende und neu werdende deutsche Meister gegen Mainz 05 mit der B11. Mit Solanke und Kocis, aber die jungen Wilden machen's. Newcop und Aurelio. Und kein Gegentor, was noch wichtiger war für uns. Garcia heute gar nicht gespielt, Aurelio die 90 Minuten durchgespielt. Wir waren nie spitze heute in der Partie, aber für die Mainz hat es anscheinend trotzdem gereicht. Das war nie Weltklasse, was sie hier gezeigt haben. Die Kombinationen waren unübersichtlich, zu langsam streckenweise dann. Oh, dass ich dafür nur gelb kriege, ist der Wahnsinn. Da kann man auch eine rote zücken. Dann ist es Aurelio hier mit dem Freistoß.
Und der ist echt gut getreten. Zudem noch bekommt Respekt. Bei FIFA gehen die normalerweise immer direkt rein. Ein guter Keeper ist er ja auch. Die gefährlichste Aktion gegen uns hier ist durch Lang verursacht. Weil er es einfach nicht geschissen bekommt, den Ball anzunehmen. Aber gut, verteidigt hat er heute trotzdem super. Newcomer wurde immer wieder in Szene gesetzt. Hier von Arnos in dem Fall. Und die Grätsche hat halt das Tor ermöglicht. Und dann bekommt er auch nochmal viel Platz. Der Däne, meine ich. Oder Norweger. Das war der Versuch von Sinkgraven. Ist aber nichts geworden. Im Endeffekt Jesus Aurelio, bester Mann. Arnos, gut gespielt. Die Torvorlage gegeben. Hartlung hat eine Torvorlage und trotzdem eine 5er Wertung. Puh. Da muss man sich überlegen, was denn gekommen wäre und was denn ohne die Torvorlage raus geworden ist. Sinkgraven, Alter, gewinnt der 4 von 6 Zweikämpfen. Geil. Ha, De Jong gut hinten gestanden. Und mehr muss man dazu auch nicht sagen. Top von den Jungs. Kann natürlich auch deutlich schlechter laufen, aber in dem Fall ganz, ganz stark gespielt. Achso, ja. Arnos, ich guck gerade mal was. Die sind beide immer noch bei den Top-Kandidaten dabei. Ich will mal kurz alle durchblättern. Kutschis hat auch noch. Wir haben nur Talente im Sturm. Interessant. Flügelspieler, Ruben Neves, De Jong, Sinkgraven, Aurelio, Nefkara, Garcia. Das sind noch Jungs, die können noch pumpen. Kötze kann das auch noch in der Innenverteidigung. Garey und Korkmaz, die können auch noch ordentlich schieben. Das finde ich geil. Und Alves hat auch, ist auch vielversprechend bei uns. Also nicht so schlecht. Wir bleiben erstmal hierbei. Beziehungsweise bei Aurelio wird geswitcht. Ach, bei Arnos wird geswitcht. Schön, was er bekommen hat hier. Aber der bekommt jetzt Ballbesitz, Beweglichkeit. Ach, ja, guck einer an. Hat er schon ordentlichen Wert. Schön zu wissen. Ja, Ruben Neves nähert sich der 76 an. Wenn Dagowski 78 hat, wird getauscht, so wie das bei uns immer der Fall ist. Dass alle zwei Punkte, die ein Spieler bekommt, sollte mal getauscht werden. Ja. So. Ja. Wir spielen Champions League gegen die Bayern. Man U und, Man U und, Juventus sind das andere Spiel. Hertha ist jetzt Tabellenplatz 2. Aber geil. Aber an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Das war FIFA 16 im Karrieremodus mit mir, dem Nefkara, auf Legende und 1860 München für heute. Für den Freitag. Und wir sehen uns morgen wieder. Dann geht's ran in der Champions League gegen Bayern München. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, Leute. Haut's rein. Ciao, ciao!